Mein Name ist Maike Huhnecke. Ich habe an der Hasestraße eine Puppenklinik, ein Friseurgeschäft und einen Spielwarenhandel. Betreibe den Laden seit 2005 und insgesamt existiert das Geschäft seit 1895, in vierter Generation jetzt. Letztes Jahr die Baustelle war natürlich nicht so toll. Davor, da war ja schon fast ein Jahr gesperrt wegen der Brücke. Das hat hier auch einiges kaputt gemacht. Von den alten Geschäften, die ich noch so aus meiner Kindheit kenne, ist nicht mehr wirklich irgendwas noch hier vorhanden. Aber jetzt hoffe ich, dass es sich wieder gut entwickelt. Sind einige kleine Geschäfte wieder dazugekommen, wie der Skaterladen oder Shock Records. Ich hoffe, es wird wieder was hier. Es sieht gut aus, dass alles offen und frei ist, aber die Poller fehlen stark, weil die Fahrräder wissen nicht mehr, wo sie stehen sollen. Man stellt sie nicht einfach so an die Straße. Das ist nicht so toll. Einmal ist die Hasestraße die älteste Einkaufsstraße der Stadt. Damals die Kaufleute, ich weiß noch zu meiner Omas Generation, die haben den Hasetor Bahnhof hier mitfinanziert, dass das hier eine Einkaufsstraße wird. Und hier sind fast nur inhabergeführte Geschäfte, keine großen Filialbetriebe oder sowas. Ist schon sehr persönlicher Charakter hier. Wahrscheinlich die Kombi aus Friseursalon und Puppenklinik. Was früher ganz normal war, weil die Friseure die Perücken für die Puppen gemacht haben und da gab es etliche Friseure, die eine Puppenklinik dabei hatten. Wir haben es halt behalten. Weniger Autoverkehr, dafür mehr Fußgänger und Radfahrer. Das wäre schön.